Das ist ein richtig fettes Schwert. Frostwiderstand. Ja. So. Ja, jetzt sind wir gut ausgerüstet. Und jetzt können wir loslegen. Ja, so. Wo wollten wir hin? Ah, genau. Wir werden jetzt wieder dorthin gehen. Also, wir werden auf dem Weg jetzt mal Kräuter sammeln. Auf jeden Fall. Dann werden wir Sibyl zum... wie ist es? Zur Bibliothek bringen. Ah, und es wird schon Tag. Nice. Ah, hier haben wir einige Aufgaben, die wir machen können. So. Oh shit. Nicht genügend Munition. Ach ja, wir müssen uns vielleicht mal wieder neue Bolzen machen. Ah, lass mich hier los. So, Inventar. Bolzen. Amboss-Bolzen. Können wir ja wieder genug machen? 24, schätze ich. Ja, natürlich. Herstellen. Ja. Können wir nicht Knochen auch herstellen? Herstellen? Okay, in der 24 zahle ich nicht für den Knochen. Heiltränke, Magietränke. Genau, da stellen wir uns jetzt wieder 20 verderbt, also 2 verderbtes Blut. Herstellen, ja. Inventar. So. Und Magietrank. Herstellen. Zweimal. Gut. Wir sind gewappnet. Wir können jetzt mal richtig angreifen. Oh Gott. Nein. Wo ist denn Sibyl? Hä? Ohne Witz, wo ist Sibyl? Sibyl? Wir müssen nochmal zurück. Warum ist Sibyl jetzt nicht mitge... Warum gehst du nicht mit? Komm mit. Hä? Warum ist es gerade nicht mitgegangen, okay? Ich hoffe, sie gehen nicht weg, wenn wir jetzt einen Angriff starten. Ne, sie ist eh... Hier. Und... Bam! So. Ah. Lol. Fuck, 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 fuck. Ich muss mich aufs Ausweichen wieder spezialisieren. Fuck, fuck. Heiltrank, genau. Sibyl ist einfach schon tot. Mein Gott. Die hält einfach nichts aus. Aber wir brauchen sie. Erstmal die Bogenschützen weg. Lol. Ja, erstmal in die falsche Richtung. Du bist auch nicht so behindert. Ja, wahrscheinlich! Trifft uns einfach mal. Oh Gott, ey. Durch die Wand sogar belassen. So. Puh, geschafft. Geht's noch? Okay. Gut. Ja, wir können einfach alle... Ah, genau, sie hat uns ja heilen können. Ah, okay, sie war so praktisch. Verstehe. Sonst gibt es sonst keine mehr. Gut. Jetzt gehen wir hier entlang. Oh, das sind die Wachtürme. Shit. Oh, ein netter Freund. Ich frage mich, ob der größer ist als die normalen. Ich denke aber nicht.
Lol. Okay. Das ist mal ein bisschen anderes Kaliber. Bam. Er ist gerade so hell geworden. Oh, er ist verbrannt. Nice. Können wir den denn nicht nur töten? Achso, wenn wir ausweichen und ihn dann schlagen. Okay, das schaffen wir schon. Oh, es hat uns eine mitgegeben, fuck. Ah, das ist richtig praktisch. Ich kämpfe derzeit und sie hält mich. Komm. Mann, der macht so schnelle Angriffe. Das ist richtig belastend. Komm. Ja, heil mich. So, wir geben ihnen jetzt das Maul. Bam, bam, bam! Bitch! Vielen Dank für die Hilfe. Wir werden diesen Bereich überwachen. Okay. Der Typ hat sich jetzt auch dezent schwul umgehört. Ich habe irgendwie Angst, dass diese Soldaten auch noch Verräter sind. Das war ziemlich belastend. So. Zutaten und... Okay, sie kommen sowieso nach. Nicht, dass sie wieder wie vorhin irgendwo stehen bleibt. Und auf einmal nicht mehr da ist. Wo gibt sie die... Diese Gräser, genau. Nächste Pflanze, gut. Wir kommen voran. Oh. Das wird jetzt wieder ekelhaft. Nee, vergiftet. Scheiße. Gibt's hier Bogenschützen? Oh Gott. Wenn man von denen springt, sind sie gleich hier. Shit. Jetzt müssen wir wieder alle Biester hier töten. Das hilft leider nichts. Ah, die gehen eigentlich ziemlich schnell. Okay. Was macht sie Böden gerade? sie geht. Hallo. Oh Gott. Komm, drücken wir in den Konter. Bam und bam, jawohl. Oder Arschloch, ihm juckt's gar nicht. Wie er uns einfach gar nicht beachtet hat. Ja, haben wir ihn einfach gemütlich töten können. Juckt ihn halt nicht. Und hier bekommen wir wieder so viele Items, das ist richtig gut. Gut. So, dann brauchen wir das nächste. Das ist gleich hier. Ich hoffe, es sind nicht wieder irgendwelche... Oh Gott, das sind... Ja. Hä? Letztes Mal waren ja hier Biester. Ne, okay. Dann doch nicht. Okay. Ein Gewürz brauchen wir noch. Beziehungsweise eine Pflanze. Und dann können wir das für. Also haben wir das fertig für Randwall. Dann werden wir. Oh Gott, wieder so eine fette Ebene. Direkt vergiftet, du Sackgesicht, ey.
Oh, hier ist ein Bogenschütze. Okay. Ach, das war richtig dämlich. Na hey, komm. Ich muss ihn noch. Oh Gott, Alter, ich hasse diesen Bogenschützen. Der geht mir so auf den Sack. Mein Gott. Aber wir haben genug Held, denke ich. Also von dem her. Es macht uns ja nicht viel. Oh, direkt ins Maul. Komm her, du fettes Stück Scheiße. Nee, 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 nee. Fuck, 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 fuck. Am Gift können wir ja nicht ganz sterben, sondern wir werden einfach nur so weit abgezogen, bis wir fast tot sind. Ganz genau. Oh Gott. Jetzt läuft er wieder so behindert. Und ein noch und er ist tot. Nice. Oh Gott, oh Gott! Oh, heilige Scheiße! Alter, dieses Vieh ist echt nervig. So, gleich haben wir es. Puh, geschafft! Jawohl! Sie heilt uns wieder. Herrlich. So, genau, hier oben in der Ecke muss es irgendwo sein. Da ist es. Gut. Dann hätten wir das. Dann gehen wir gleich mal in diese Richtung. War hier nicht diese Eishöhle? Ja, genau. Ach ja, und hier ist noch ein Turm. Den müssen wir auch befreien. Genau. Nice. Okay. Dann geben wir ihnen mal das Maul. Wir rennen wie so ein Spast umher. So. So, Junge. Boah. Heilt sie? Ich frage mich, ob sie auch. LOL. Mann heilt. Alter, willst du mich verarschen? Mädel, heil mich bitte. Danke sehr. Ah, ist das herrlich. Oh, ich hab mir eine mit dem Schild mit. Wie so ein Panzer. Wie eine Schildkröte. Nice, gestunt. Das geben wir ihm. Wow, der heizt den Typ mal richtig ein. Bam, 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 bam. Jawohl, nice. Wir werden diesen Bereich überwachen. Danke für deine Hilfe. Gut, das hätten wir auch. Und jetzt werden wir wieder in das untere Karaltas gehen, damit wir sie zur Bibliothek führen können. Und vielleicht erfahren wir ja da sogar mehr über Edwin. Könnte ja sein, man weiß es nicht. So. Oberes Karaltas. Okay. So. Gut, wir kommen voran. Ich bin gespannt, wann der nächste Bosskampf da ist. Ist hier drin jetzt was? Wow. Waren wir hier schon mal? Das kommt. Nee, doch, wir waren hier schon mal. Und ich merke es gerade, es ist auf dem Dach oben. So. Hier müssen wir durch.
Unteres Karaltas. Ja, jetzt können wir sie zu der Bibliothek bringen. Also ich schätze schon, dass es im unteren Karaltas war. So. Klettern wir hoch und hier ist gleich die Bibliothek. Nice. Ja, hier geht's voran. Hier geht's voran. Hier war der Weg Wir hinein. können nicht Ja. alle mitnehmen. Konzentrieren wir uns auf Bücher über Nekromantie, Heilung und natürlich über das Weltherz. So. Hier sind die Bücher. Okay. Ah. Oh shit. Denen gefällt das anscheinend nicht, dass wir hier die Bücher stehlen. Lol. Alter, wie ich gerade noch ausgewichen bin. Heilige Scheiße. Wie habe ich das gemacht? Junge. Leute, zwei gegen einen ist unfair. Holy shit. Jetzt bekommen wir mal einen richtig fetten Konter hineingedrückt. Jawohl, Level up. Endlich. So, das hätten wir. Level up. Jawohl. Wir können neue Fähigkeiten freischalten. Das ist richtig sick. Chance für benötigte Unsichtbarkeitsstufe. Oh shit. Ja. Chance mit Dolchen zu vergiften. Der Treffer 14 Sekunden nachdem ein Feind überraschend getötet wurde. Ja. Das auf jeden Fall. Überraschung brauchen wir auch zwei. Wir müssen das hier mal zwei machen. Dass wir später dann das verbessern können. Und wir müssen auf jeden Fall mal Pyromantie wieder verbessern. Das haben wir schon lange nicht mehr verbessert. Okay. Assassine, du kannst besser mit Dolchen umgehen. Chance für kritische Treffer mit Dolchen plus 2%. Haudegen, Schwertschaden, Armbrustschaden. Ja. Was haben wir hier? Apotheker, du brauchst weniger Zutaten, um Tränke herzustellen. Stelle 5 Tränke her, 34,5. Okay, das wäre eigentlich richtig geil. Mal sehen. Dann werden wir eher, oder? Apotheker, Fälscher. Ich weiß es nicht. Ich wäre eher für Fälscher, weil Heiltränke kann man ja auch so kaufen. Und ja, da brauchen wir sowieso nichts herstellen dann. Bücher, hallo? Die Bücher, die wir gefunden haben, müssen reichen. Mehr kann ich nicht tragen. Ich brauche freie Hände, sollte es zum Kampf kommen. Okay. Heißt jetzt so viel wie wir müssen flüchten. Ja, wir flüchten jetzt einfach mal. Und Sibylle ist behindert. Oder Sibylle, bist du behindert? Nee. Gerade halt nicht. Okay. Wo müssen wir hin? Wenn keiner diese Biester findet, ist wieder Fatty McFett los. Ich will hier gar nicht hin. Sibyl, wo bist du? Gut, dann laufen wir links und dann rechts. So. Wie es mich beinhart trifft. Mein Gott. Belastend, belastend. Auf jeden Fall.